dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, hallo, herzlich willkommen. Darf Sie und euch begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Endstand 1:1. Den Gästetrainer bitten wir ums Fazit. Klaus Schromm, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, hallo, servus, mein Bernd. Ich glaube, wir können mit dem Punkt sehr, sehr gut leben. Erst nach dem Rückstand waren wir auch im Ballbesitz, haben wir mal ein bisschen unser Gesicht gezeigt. Davor waren wir im Ballbesitz weniger gut. Gekämpft haben wir davor schon ohne Ende. Ihr geht dann absolut verdient in Führung, ob das 1-0 dann von uns abseits ist oder nicht. Das ist, glaube ich, in der dritten Liga, brauchen wir nicht diskutieren, in der dritten Liga, wenn der Schiri pfeift, ist es eben abseits. Und so war es dann auch. Und ja, wie gesagt, nach der Führung, da hattet ihr dann auch was zu verlieren auf einmal. Und dann kamen wir mehr im Ballbesitz und dann haben wir uns den Ausgleich noch erkämpft. Wie natürlich mit der FIDE vor, jetzt seit dem 8. Februar können wir sehr, sehr glücklich sein. Euch noch alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Jens, dein Fazit bitte. Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich mit dem Auftritt der Mannschaft natürlich zufrieden. Das war die Reaktion, die ich mir erwünscht hatte, dass wir waren, gerade was Intensität betrifft, Balleroberung, erste Halbzeit, haben wir so, ich glaube, 2-3 Kontersituationen für Unterhaching zugelassen. Ansonsten unheimlich griffig, auch ja, mit viel Spielfreude unterwegs. Ein bisschen zu kompliziert in der ersten Halbzeit. Haben wir nicht ganz so viele Abschlüsse generiert, wie wir hätten auch generieren können. Haben dann gesagt, dass wir geduldig bleiben müssen, das versuchen weiter durchzuziehen und haben das dann gemacht. Und ich glaube, über 70 Minuten auch sehr ordentlich, dann auch verdient in Führung gegangen. Ja, und dann, wie es Klaus schon sagt, dann hast du was zu verlieren. Dann waren sie, denke ich, auch aufgrund des Rückstandes dann schon auch ein bisschen mutiger, hatten dann auch umgestellt so auf 3-5-2, waren dann schon im Zentrum immer mal einer frei, den sie dann auch gefunden haben. Und da war es dann eben doch ein bisschen schwieriger, haben dann versucht, ein bisschen gegenzusteuern. Das haben wir dann trotzdem nicht ganz so zugekriegt, gerade bei dem Tor leider. Das geht ja von Bigalke aus, der da dort dieses Dribbling macht dann und dann quer zur Kette und dann diesen vorletzten Ball spielt. Ein bisschen schade für uns, weil ich glaube, aufgrund der Leistung wäre ein Sieg für uns nicht unverdient gewesen. Aber ich bin so heute trotzdem zufrieden, weil die Mannschaft alles rausgehauen hat und vieles von dem umgesetzt hat oder von, ja, was wir uns vorgenommen haben. Und so muss es aber jetzt auch weitergehen und das eben auch auswärts, so mit dieser Energie, mit dieser Intensität und mit dieser Spielfreude möchte ich uns öfter sehen. Und dann werden wir auf Strecke auch Spiele gewinnen. Danke, Jens. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich allen ein gutes Wochenende und unseren Gästen natürlich guten Rückflug und alles Gute noch für die Saison. Dankeschön.